Ein Lied, das übrigens vor dem 9. November geschrieben wurde, das muss man schon sagen. Und irgendwo waren die Pudis ja immer schon Propheten. Und wie gesagt, sie waren auch die Ersten, die bei uns im Westen waren und uns überhaupt mal gezeigt haben, was da für gute Popmusik in der DDR gemacht wird. Aber als wir uns im Sommer getroffen haben, Koster, ich glaube, wir hätten gar nicht gewagt, das ins Auge zu fassen, dass wir uns erstens mal so zwanglos und so schnell wiedersehen würden. Ich meine, ihr zähltet immer schon zu den Privilegierten, ihr konntet ja auch in den Westen, in die Bundesrepublik reisen, aber viele, viele andere Gruppen der DDR hatten eben nicht die Möglichkeit. Ja, wir haben uns eigentlich immer gewünscht, dass wir da reisen können, ja. Hamburg oder Pfalz mit unseren Titeln zum Ausdruck kommen. Und wie ist jetzt eigentlich die Stimmung so unter den Musikern in der DDR? Muss doch ganz toll sein, nicht? Naja, man kann auch ab und zu jetzt mehr Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Man kann machen, das befruchtet natürlich unheimlich. Muss nicht alles. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Man muss nicht alles so verschlüsselt sagen, wie ihr das immer getan habt, nicht? Hatte natürlich auch sein Jude, dadurch, dass man verschlüsselt gesprochen hat, hatte Gültigkeit gehabt, nicht nur für die DDR. Also wir haben uns schon über globale Sachen Gedanken gemacht, die eigentlich in der ganzen Welt irgendwie zutreffen. Das war schon immer ganz gut. Also der Grund, weshalb wir hier auch mal kurz hatten. Ich muss ja sagen, ich glaube, hier im Westen ist man genauso happy über die Situation und über diese Veränderung. Wir haben es gemerkt, wir haben in den letzten Jahren, also kurz nach dem 9. November, eine Sendung für die SOS-Kinderdorf der Peter Pan gemacht, auf einer Fahrt von Travemünde nach Trelleburg. Und die Kinder hat viele, viele Gäste aus der DDR eingeladen, die diese Fahrt mitgemacht haben. Und es war wirklich für uns ein Gefühl wie Weihnachten, das muss man wirklich sagen, mit diesen Leuten richtig sprechen zu können. Und die haben sich gefreut, dass sie bei uns waren. Es war ein richtiges Fest mit ihnen zusammen. Ich kann eigentlich nur wünschen, uns allen, dass es so bleiben wird. Nicht? Aber ich glaube, ein Zurück kann es eigentlich nicht mehr geben. Ja, man muss hoffen, dass es ein bisschen netter wird. Es wird bestimmt netter. Was wir dazu tun können, mit unseren ganz kleinen Möglichkeiten, auch mit Sendungen, die wir ja mal ganz gerne auch aus der DDR machen würden. Und da gibt es auch schon einige Kontakte. Also wir werden das ganz bestimmt tun. Was da grüßt bitte alle anderen. Und vielleicht klappt es ja nun doch. Wir wollen nämlich im Februar eine Sendung Clip Club produzieren mit Künstlern aus der DDR. Nur mit Künstlern aus der DDR. Und vielleicht könnt ihr dann so als meine wirklich alten Freunde ein bisschen die Schirmherrschaft übernehmen. Und wir hören dann trotzdem nochmal die gesamte Gruppe her. Dann sehen Sie vor allen Dingen den Fernsehen. Ne? Nochmal überlegen. Sag klar, überlegen nicht so lange. Sag einfach, ja, das ist das Beste.